Der pennt hier ein beim Gehen oder was? Sind hinten noch ein paar Vertrunkene? Nein. Eine Bargäste. Eine Bargäste haben wir hier. Na, gib her. Loot. Gib mir die Loot. Ich brauche die Loot. Wofür auch immer, ich brauch's. Sehr gut. Das gibt bestimmt wieder Erfahrungspunkte. Ach, hier gibt's ja bestimmt auch ein Lagerfeuer. Aber wenn wir schon mal am Lagerfeuer sind, dann können wir uns ja auch gleich am Lagerfeuer hinknien hier. Komm. Dann können wir uns hier gleich mal hinschmeißen. Ne? Ein bisschen. Bisschen vegetieren hier, vor uns hin vegetieren. Dann geht das auch weiter. Und dann dürfte die Frau Abigail auch keine Probleme mehr haben, uns ihr den Trank zubereiten. Ne, andersrum. Uns zugucken zu lassen, wie der kleine Alvin hier den Trank reindrückt. Wie lang? Hier geht's lang, Freundchen. Kann man hier einsammeln? Ja. Machen wir natürlich. Hallo. So, okay. Und ich gucke hier gerade gleich nochmal, ob wir hier ein bisschen was einsammeln können. Nö, hier auch nicht, aber hier vielleicht. Abigalle, Abigalle, hallo, Abigalle. Hallo, können wir jetzt endlich mal... Was wollt ihr? Na, den Trunk hier rein. Ist der Trank bereit? Ja. Alvin trinkt das. Schmeckt bitter. Kein Gemecker. Und jetzt? Sprich. Abigail, ich habe Angst. Warum haben sie dem Hündchen die Haut abgezogen? Er war lieb und hat niemandem etwas getan. Und das Mädchen von außerhalb des Dorfes schrie grässlich, gar nicht wie ein Mensch. Böse Kinder, wählt ihr schon wieder den kleinen Hund der Hexe? Unschuldiges Blut, böse von Alkohol und Geilheit verzerrte Gesichter. Besorg es ihr gut, zeig ihr, dass du ein Mann bist. Blutbeflecktes Gold, die Bestie ist geboren. Der Tod, das jüngste Gericht. Die Bestie hat ihr Ende schon einmal erlebt. Sie fürchtet den Tod nicht. Sie ist der Tod. Wie wollt ihr menschliche Bosheit besiegen? Mit dem Schwert? Ihr, der ihr gestorben seid und immer noch unter den Lebenden weilt? Wer hat mich herbeigerufen? Genug. Das könnte böse enden. Abigail, brecht die Trance ab. Wie ihr wünscht. Bei der Macht der sieben Sphären, verlass diesen Körper. Ich befehle dir. Hinfort! Ich bin müde. Alvin ins Bett mit dir. Geralt, ein anderer Hexer, Berengar, kam vor euch her. Er hinterließ diese Anweisungen. Danke. Lebt wohl. Aha. Wie geil ist das denn? Da haben sie irgend so ein Jüngchen hingesetzt und da haben sie gesagt, so hier mein Junge, lies mal vor, das muss so. Und dann haben sie da einen Phaser drüber gesetzt oder weiß ich was und dann war das oder was ist denn das? So, Anweisung, wo ist sie denn? Oh, Hund. Hund, wir haben ein Ungeheuer. Der Hund ist ein Ungeheuer. Das Hund. Der Hund ist Ungeheuer. Was ist denn hier? Das ist ein befickter Brief hier von dem Berengar Penner hier. Tutorials. So, gucken wir mal bei Charaktere. Berengar vielleicht. Berengar wurde von meiner Ankunft im Umland gesehen. Er schloss einen Vertrag über die Bestie, verschwand dann aber. Vielleicht
Hat er Angst vor dem Ungeheuer? Okay, nee. Nix da. Okay. Caroline ist tot. Die Hunde haben sie gefressen. Ja. Was wollt ihr? Hier. Nee. Geht nicht. Dann, gehen wir raus. Wir müssen ja alle noch hier auf unsere Seite schieben. Ich möchte gerne diese ganze Kacke loswerden, die ich hier nicht brauche. Oh, jetzt hier mal um die Ecke, wo die Kurve ist. Oh, hallo. Was haben wir denn? Ach, nur Kleinkram. Das heißt, ich gucke mal, ob ich hier drinnen einen Händler finde. Nein, es gibt keine Missionen für euch. Oh Mann, ey. König Volltest hat den Zoll schon wieder erhöht. Ja. Bla bla bla. Okay. Hier rein, gucken wir mal, ob hier ein Händler ist. Hallo. Die eine Bank, die noch in Zwergenbesitz ist, schließt zweifellos sehr bald. Aha. Aber hier vielleicht noch was. Nee. Okay, ich gucke erstmal so auf diese Quest-Geschichte. Aber geil. Nee, Quest hier. So, vielleicht kann Berengar mir helfen, die Salamander zu finden. Er hat es bestimmt nicht. Ah, okay. Schmuskalkstein, das Blut von fünf Ghule, okay. Ich muss Mikul und Haaren aufsuchen. Mikul und Haaren, okay. Würfelspiel, Faustkampf. Wunder, dass um uns reden und verfahren. Wie ich die Salamander finden kann. Um die Feinde des Professor finden, muss ich mit der Stadt von sie mal sprechen. Hallo? Ist irgendwie die geistlichen Überzeugung, mich den Leichnam der Kapelle zu lassen. Ich muss gleich besuchen und ihnen vorziehen, über die Brust zu geben. Also zum Geistlichen muss ich. Ghule. Und dann muss ich nochmal wahrscheinlich zum Strand da irgendwas machen. Genau, jetzt habe ich ja den Ring. Und dann kann ich ja zu dem Spacko da am Strand. Genau. Aber erstmal verticke ich hier meine Sachen. Was kann ich euch bringen? Ich würde gerne was verkaufen. Das kann ich nicht verkaufen. Hallo? Ja, verticken. Verticken. Ja, die Bücher kann ich jetzt hier leider nicht verkaufen. Das heißt, ich werde die erstmal ins Lager schmeißen. Was kann ich für euch tun? Hier Lager. Und zwar hier, hier, hier. Und hier. Oh, eine Schriftrolle. Bringt mir das was? Formeln. Okay. Formeln. Höllenhundseele. Nach dem Guss fügt dieser Trank ein Silbertalent hinzu, das zum Erwerb einer Ausbaustufe genutzt werden kann. Geil. Was brauche ich? Vitriol. Rebis und Spezialsubstanz. Habe ich denn eine gewisse Spezialsubstanz? Wenn Ektoplasma eine Spezialsubstanz ist, dann habe ich die. Kann ich hier pennen? Was kann ich für euch tun? Ich will mal gucken. Habt ihr ein Zimmer? Ja, für euch 5 Orens. Okay. So. Ich hätte gerne Katze, Schneesturm, Waldkauz, weiße Möwe, Höhlen und Seele. Was brauche ich denn dafür? Spezialsubstanz habe ich nicht. Was ist denn die Spezialsubstanz? Scheibenkleister. Upsala. Ich habe keine Spezialsubstanz, leider.
Was denn hier jetzt? Quest? Naja, okay. Also. Als nächstes. Werde ich mich auf dem Weg zum Strand machen. Und ich werde erstmal nochmal gucken, was er hier zu sagen hat. Ja? Ja? Nee, will ich alles gar nicht wissen. Was hat er hier? Nee, will ich gar nicht verkaufen. Na gut. Haben wir hier irgendwas? Bisimas Tore sind geschlossen. Okay. Ich sollte gehen. Ja, dann tschüss. Ist er hier? Das ewige Feuer beschützt keine Sünder. Ja. Ist klar. So. Zum Glück geht das einigermaßen schnell. Wir wollen uns hier nochmal zum Strand bewegen hier, zu diesem Heino. Ich glaube, das war so eine Quest, da mussten wir nachts irgendwelche Leute abschlitzen, wie immer. Irgendwo hin, irgendwelche abschlachten und fertig. Mal gucken. Oh, was haben wir hier? Schildkraut! Yeah. König Voltest hat den Zoll schon wieder erhöht. Das verheißt nichts Gutes. Davon merkt nichts. Ah, hier haben wir noch was. Ja. Alles looten, was man finden kann. Richtig. Hier war doch hier. Genau. Dann wollen wir hier gleich mal weiterlaufen. Nee. Ja, manch, da vorne ist wieder Myrte. Die weiße Myrte. Da ist der Affe wieder. Der arme Affe. Sein Leben lang ist er jetzt hier nur auf diesem Stückchen Land zu finden. So, komm. Ewig allein. Der arme Affe. Kein Wunder, dass er hier alle Leute bespringt hier. Ja, hier ist nichts. Na, schon wieder nachgewachsen? Na, allerbest. So, und schon sind wir gleich wieder da. Und dann gucken wir mal, was der junge Mann hier von uns will, ne? Was wir für den machen sollen. Ach, schon wieder nachgewachsen. Mann, das geht aber schnell hier. Ein Vanturi, kommen wir hier vorbei? Ja, okay. Ja, guck mal, hier ist ein besoffener Inzucht-Heino. So, hier dürfte der Typ sein. Harens Haus, genau. Wollen wir den Typ hier mal fragen? Ich nehme an, der... Natürlich. Hier, Ring zeigen. Ja, der Geistliche schickt mich. Er denkt, ihr braucht einen Hexer. Der Geistliche schickt mich. Er denkt, ihr braucht einen Hexer. Stimmt. Die Toten kommen nachts aus dem Fluss. Eine grauenhafte Kälte kommt vom Wasser her. Helft mir. Helft mir. Ich scheue keine Kosten. Ich helfe im Tausch gegen Informationen über die Salamandra und gebe noch 100 Euro für meine Ausgaben. Ich helfe im Tausch... Ich hab schon gehört, dass ihr sie sucht. Die Salamandra bringen nichts als Ärger. Aber egal, wir sind uns einig. Diese verdammten Untoten, sie verscheuchen die Kunden und zerstören meine Kisten. Und dies ist wertvolle Fracht für einen speziellen Kunden. Mhm. Wo kann ich diese Ertrunkenen finden? Wo? Am Flussufer. Sie kriechen nach Einbruch der Dämmerung aus dem Wasser. Verstehe. Hexer. Ich fand diese seltsamen Würfel. Doch nicht hier. Wollt ihr... Ihr seid nicht gerade ein Heiliger. Angst vor einem Kästchen? Überlebensinstinkt. Ich falle lieber nicht auf. Der... Geistliche hasst dieses Spiel. Ihr wisst also, was das ist. Das habe ich nicht gesagt.
Die Dinger wurden nicht von Menschen gemacht und stinken nach Teufelei. Die Zwerge müssten etwas wissen. Hab Dank. Zumindest dafür. Gut, werden wir erstmal nachts rausgehen. Und ein paar Vertrunkene hier den Kopf abhacken. Na komm schon. So, je. Wo ist er? Na. Vielleicht nicht. Bis in die Nacht. Bis in die Nacht hinein hier, ne? Bing. So. Ich denke hier vorne die Fracht, meinte er, der Kloppi hier. Und? Na, der nächste. Und? Der hier auch noch. Kommt so. Sind doch nicht alle. Dürfen doch bestimmt noch ein paar mehr sein. Hallo. Warte. Ah, hier immer wieder der gleiche Typ hier. Da ist er schon wieder. The respawn einfach. Alle paar Sekunden. So, sind wir jetzt fertig? Ist mir jetzt egal. Ist mir egal. Scheibe egal. Ist mir egal. Und der nächste. So, mal du. Bist du fertig jetzt? Quest erfüllt. Na super. Kertmel Hafkaren. Seid gegrüßt. Ich bin eurer Sprache nicht mächtig. Nein, Deune. Esse fad gern. Ihr schüchtert uns nicht ein, Hexer. Wo ist Haren Brock? Er versprach uns Hafka-Spezialitäten. Ich weiß nicht, ob mir euer Ton gefällt. Haren hat euch nicht erwähnt. Ich habe Ertrunkene gejagt. Vatel, nein. Ihr seid kein Einseide, aber auch kein Deuner-Abschaum. Wir nehmen einfach unsere Waffen, dann trennen wir uns in Frieden. Das sind Harens Waren. Tut mir leid, Einseide. Rührt diese Kisten nicht an. Hört gut zu, Fatgern. Wir sind ein Teil einer 20-Elfen-Einheit. Unsere Brüder leiden an Krankheiten und Hunger. Diese Kisten enthalten Nahrung, Medizin und Waffen. Wir wollen sie jetzt und sofort, denn wir können uns nicht jeden Tag wie Simas Stadtmauern nähern. Ich verstehe, was ihr meint. Gut, wir haben keine andere Wahl. Aber ihr schon. So, diese Squirtel, ne, das sind ja Unabhängigkeits, Elfen, die halt unabhängig sein wollen, ne. Und deren Land einfach so eingenommen wurde von irgendwelchen Menschen. Und ich helfe natürlich gerne. Gut, nehmt die Waren. Wir sind keine Verbrecher. Wir bezahlen. Wir haben Gold, Pelze, Kräuter. Gebt mir nur das Gold. Mit dem Rest kann ich nichts anfangen. Hier. Wir nehmen jetzt, was wir sofort brauchen und holen den Rest später. Die Ertrunkenen sollen euch nicht mehr behelligen. War feil, Fatgern. Lebt wohl. Tschüss. Gut. Außerdem, wenn die sich jetzt nicht hätten nehmen können, wenn, was sie halt brauchen, was sie ja nun mal mit diesem Kalevala hier abgeschlossen haben, also vertraglich abgeschlossen haben, dann hätten die uns ja angegriffen und ich hätte die alle töten müssen und das weiß ich nicht, ob das so gut wäre. Außerdem hätte dieser Haren Brock seinen Ruf als guter Händler verloren,
Das wollen wir natürlich nicht, ne? So, wir sammeln natürlich die ganzen Überreste der... ja, Vertrunkenen hier. So, na... was? Kommt der hier nicht mehr raus? Komm, den halben Schritt, den 2-Pixel-Schritt, den kriegst du da noch hin. Oh, Mann, Mann, Mann. So, bis zum nächsten Morgen pennen wir, dann quatschen wir wieder mit diesen Haaren im Rock. So. Und dann durften wir da auch die Zusage von dem bekommen haben. Und der nächste Schritt in die Stadt. So, komm. Hier lang. Und rein da. Hallöchen. Hexer. Ich tötete die Ertrunkenen und begegnete einigen Elfen. Elfen? Ich kenne keine Elfen. Die haben euch erwartet. Wer sind sie? Skoyatel oder Eichhörnchen. Junger Anderling, Freiheitskämpfer. Wer sich mit denen abgibt, endet am Strick. Wenn ihr mich verratet, hängt ihr ebenfalls. Ich werde schweigen. Warum gebt ihr euch mit ihnen ab, wenn es so gefährlich ist? Irgendwie muss ich ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Wie auch immer, ich habe meine Arbeit getan. Meine Kisten sind also sicher? Ich hab euch unterschätzt. Nur ganz nebenbei, was geschah mit den Elfen? Wir haben uns unterhalten. Sie sagten, sie würden wegen der restlichen Kisten mit der ganzen Einheit anrücken. Sind die verrückt? Gefährlich für sie so nah bei Visema, wenn jemand Meldung macht. Soll heißen? Skoyatel-Köpfe bringen einen hohen Preis, Hexer. Aber vergesst am besten, dass ihr das wisst. Das geht mich nichts an. Ich will nur meinen Lohn. Und dann erzählt mir von den Salamandra. Hier ist euer Gold. Die Salamandra knöpfen den Dörflern Tribut ab. Wer nicht gehorcht, dem schlitzen sie die Kehle auf und zünden sein Haus an. Wo kann ich sie finden? Fragt den Geistlichen. Er wird entscheiden, wie viel ihr wissen sollt. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie verschwenden. Lebt wohl. Was? Ich wollte noch handeln. 200 Urens. Hexer. Gibt es noch etwas für einen Hexer zu tun? Ich könnte wohl etwas finden. Dieses Päckchen muss nach Visema gebracht werden. Zu einem Mann namens Coleman. In der Taverne zum haarigen Bären. Keine Fragen. Gebt mir das Paket. Ich liefere es ab. Coleman wird euch entlohnen. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Ein bisschen schlafen. Hier haben wir wieder was. Tagebuch. Was? Neuer Quest, heiße Kartoffel. Schmus, Haring bringen, wir sind mal Päckchen abbringen. Ja, machen wir. Okay. Schmus, Mikul aufsuchen. Mikul? Gut. Machen wir. Hallo? Was, da haben wir immer noch was? Was denn? Hier bei diesem Derenga oder was? Nee. Oder? Cool. Nee, nicht. Okay. Orte, Ungeheuer, nicht Formeln. Nicht. Zutaten. Nicht. Glashaar. Nicht. Tutorial haben wir alles. Okay. Dann werde ich mal zum Mikul und den Mikul hier anquatschen. 2 haben wir jetzt. Mikul wäre der 3. und dann brauche ich noch den Geistlichen. Und die Alte in der Mühle will ich ja eigentlich auch noch hier durchkneten. Ja, mal gucken, ob die sich hier noch blabbern lässt. Achso, da müssten wir vielleicht zum Händler.
und einen richtig geilen Wein mitbringen. Mal gucken. Ja, ne, so. Guck mal, da oben dürfte der Goal schon stehen. Na, komm. Da ist er. Ich bin müde. Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Na, aber selbstverständlich. Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Natürlich. Der Geistliche sagte, betet das Feuerzeichen an. Offenbar hat er euch geschickt. Ja. Der Geistliche meinte, dass ich könnte euch zu Diensten sein. Der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Ich soll diese toten Leute loswerden. Tote Leute? Jawohl. Der Kommandeur hat mich zur Gruft unten an der Straße beordert. Ich habe doch noch nie gekämpft. Viel zu viel Angst. Tote, sagt ihr. Bitte, Herr. Ich bin ein Hexer, ich befreie euch von den Unholden, aber ihr müsst 200 Uran zahlen und dem Geistlichen sagen, dass ich euch geholfen habe. Ich bin ein Hexer. Ich befreie euch von den Unholden. Aber ihr müsst 200 Uran zahlen und dem Geistlichen sagen, dass ich euch geholfen habe. Gewiss, Herr. Ich erzähle ihm alles, was ich weiß. Das ist nicht viel. Aber viel Gold besitze ich auch nicht. Na egal, solange die Toten erschlagen werden. Bis später. Gut. Gruft. Auf Mikuls Wunsch hin muss ich die Ghule in der Gruft töten. Ghule? Na, das ist doch gut. Da kann ich doch hier für Kalkstein gleich ein bisschen Ghulblut holen. Mäh? Da bin ich. Was haben wir hier? So. Cool. Mühle. Müllertor. Lagerfeuer. Ort der Macht. Gruft. Gruft. Ach, da hinten. Okay. Dann werden wir mal da hinten hin. Noch die Ghule ja, zerlegen. Guck mal, die sind schon wieder respawned hier. Können wir gleich mitnehmen. Okay, was haben wir hier? Nicht. Komm weiter. Geralt, der einsame Held in der Horde. Keine Sau hier, ey. Nix. Oh, Ort der Macht. Was möchtet ihr tun? Na. Oh, jetzt dürfen wir wieder eine Stunde warten hier, oder was? Auf die Macht. Hallo? Ritual der Macht durchführen. Na siehste. So. Rainer. Frau Ghule. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Ghule sind wegen ihrer Leiche hier. Ja. Tipp, in den dunklen Bereichen wie Höhlen und Gewölben solltet ihr den Trank Katze zu euch nehmen und oder eine Fackel anzünden, um die Sicht zu verbessern. Das ist richtig. Was haben wir hier? Dunkle Bereiche. Ja, okay. Nee. Hier. Hat sie was dabei? Nee. Da vorne ist schon
Haben wir eine Katze dabei? Eine Katze, Schneesturm, Nee, Dessert, Feuerstein, Salpeter, Tafelwasser, Schinken, Steuerung, Linkstaste, Staffel zu teilen, Schlafstück. Pflaumentinktur, Kusch, Geist ist irgendwas. Nee, haben wir nicht. Na dann. Dann müssen wir jetzt hier mal ein paar Gude klatschen. So, was ein Glück, dass man hier die schönen Kreise sieht. Ich muss Kalkstein aufsuchen, um eine Belohnung, bla bla. So, wie kann ich jetzt hier futtern? Ich muss Kalkstein suchen. Ja. So, wie kann ich denn das jetzt für Futter an? Doppelklicken. Wie viele Gegenstände sollen Stapel entfernt werden? Na ja, keine. Das ist ja jetzt doof. Trank. Ort der Macht. Okay, wir haben einmal den Weg raus. Einmal hier den Weg. Und einmal den Weg. Ach, guck mal. Also nehmen wir doch erstmal die drei Ghule hier. So. So, die Quest haben wir auch. Dann haben wir, glaube ich, hier gleich eine neue Fähigkeit. Na, allerbest. Warum steckt da denn das jetzt ein? Hallo. Ihr habt das Igni-Zeichen erlernt. Das Igni-Zeichen kann verwendet werden, um Gegner Schaden zu
zu fügen und Feuer zu entzünden. Wählt ein Zeichen an der linken Bildschirmseite. Rechtsklickt auf das Ziel, um Zauber zu wirken. Tipps, wertet ein Zeichen auf, um es über weitere Distanzen wirken zu können. Ja. Okay. Habe ich gelernt. Igni, jetzt können wir Feuer machen. Allerbest. Oh, Leichnam. Paar Urens, Würfelkästchen. So, jetzt deine Fackel draußen lassen, du Spast. So, haben wir hier irgendwo noch eine Möglichkeit, hier irgendwas einzusammeln? Ja, das war der. Okay. Dann haben wir das. Sehr schön. Sonst gibt's hier nichts. Dann können wir raus. Gule. Dann erstmal zu Mikul. Dann zu Shani. Wieso Shani eigentlich? Ne, zu Kalkstein. Zu Kalkstein wollen wir jetzt. Also jetzt nicht, sondern erst zu Mikul und dann zu Kalkstein. Ja, und wenn wir das haben... Ich müssen wir. Ach ja, den Wein. Ich will den Wein nochmal kaufen. Den Wein kaufen. Na, na, na. Ach, guck mal, wer ist denn da? Können wir ja Kalkstein gleich in der Hand drücken. Lasst mich! Meine Werkstatt würde ich nicht für alle Schätze der Welt aufgeben! Oh doch, ihr werdet sie aufgeben, Alterchen. Sonst... Sonst was? Ein Hexer. Tötet ihn. Wohl kaum. Das ging aber schnell. Ach, wer ist er denn? Ihr gehört uns, Hexer. Ihr hättet die Salamandra in Ruhe lassen sollen. Diese Brücke wird euer Grab. Nee. Ich bin unschuldig. Da glaube ich wohl nicht. Habt Dank, Hexer. Ihr habt mich gerettet und mein Labor, meine Destillierkolben, meine Schätze. Jederzeit. Aha. Jederzeit. Ich weiß nur zu gut, worauf sie aus sind. Aha. Hallo? Um die gestohlenen Geheimnisse zu nutzen, brauchen sie Ausrüstung. Sonst sind die Mutagene der Hexer nutzlos. Fast hätten sie Kalkstein gehabt und seine Schätze. Fast hätten sie in Kaer Morhen Erfolg gehabt. Fast macht einen großen Unterschied. Ja. Wäre ich bei Wesemir und dem Furchtbringer geblieben, wäre ich heute vielleicht einer anderen Bedrohung begegnet. Ja. Sie kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt? Nee. Nein. Nein. Es war die richtige Entscheidung. Und ich werde mich den Konsequenzen stellen. Das überrascht mich nicht. Ihr seht aus, als würdet ihr nie zurückblicken. Besucht mein Geschäft in Visima, wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht. Ihr bekommt Rabatt. Lebt wohl. Ja, nee. Ihr blieben. Ja. Ihr hättet dem alten Mann nicht helfen sollen. Was Faser? Der alte Mann redet und redet. Davon kriege ich Kopfschmerzen.
Nächstes Mal steinige ich ihn. Das nee. Möchte ich euch nicht raten. Er ist ein mächtiger Alchemist. Der Hauptmann sagte, lasst nur die mit Pässen durch. Ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt, dann schaut mal vorbei. So. Wie kann er's wagen, uns senile alte Männer zu nennen? Ich werde mich schriftlich beschweren. Was führt euch hierher? Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Oh, habt ihr welches? Natürlich. Ganz ruhig. Erst die Bezahlung. Ich brauche das Blut für meine Forschungen. Ja, was mit meiner Kohle? 100. Okay. Talente zu verteilen. Das machen wir gleich. Ich muss zu Mikro gehen. Er ist beim Müller-Tor. Gar nicht, das hier. So, nee, das werde ich jetzt nicht tun. Ich möchte erstmal hier looten. Und die Dame im Müllerstor beglücken. Hier, wisst ihr schon. Was? Hat der nicht dabei gehabt, du? Im Müllers Haus. Natürlich. Wo sonst? Aber erstmal will ich hier Talente verteilen. Und dann war's auch schon wieder für diese Folge. Aber erstmal gucken wir, was wir verteilen können. Wir haben ja jetzt hier dieses neue Special-Zeichen hier. Das werden wir erstmal pimpen. Wollen wir erstmal nach oben bringen. So ein paar Punkte investieren. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch weitermachen. So. Hallo. Neue Talente erworben. 6. Jo, Igni erstmal. Um die Machtverstärkungszeichen zu starten, rausklicken und gedrückt halten. Mauer. Was haben wir hier? Schaden. Jo. Schaden abhängig von der Zeichenintensität. Ja, okay. 20%. Einäscherung. Angriff aus der Entfernung. Ja, machen wir alles. Machen wir alles. Und zwar bis zum nächsten Morgen. Und dann wartet. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.